Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken eines Dorfes und neuen Abenteuern aus Hundsgrab in einer neuen Woche, denn heute ist Montag, liebe Freunde. Zumindest, wenn ihr das Video dann guckt, wenn es rauskommt. Weil sonst kann es ja auch Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag sein, wenn ihr später guckt. Aber naja, so ist das nun mal. Wir sind hier am Superhörnifeld. Na, ich habe das noch ein bisschen weiter ausgebaut. Wir hatten ja schon am langen Sonntag damit angefangen. Hier gibt es jetzt eine Treppe, die runterführt. Und auch die Wollkiste habe ich so ein bisschen geordnet und hier noch umgestellt. Hier sind jetzt die Sorten Wolle, die wir verwenden werden. Nämlich 8 Stück. Ich hatte nochmal beim Spiel nachgeguckt. Da standen übrigens doch die Spielregeln dabei. Die waren hinten auf der Rückseite des Spieles. Also wir haben schwarze Wolle, weiße Wolle, rote Wolle, gelbe, grüne, blaue. Da sagen wir einfach nur blau, obwohl da hellblau steht. Ich weiß, blau reicht aber, weil wir nur einen Blauton haben. Hier haben wir rosa. Da war irgendein anderer Farbton beim Spiel, aber rosa hat sich besser abgesetzt. Ich glaube orange, genau. Orange war beim Spiel dabei, aber wir nehmen rosa, weil das besser sich absetzt gegen braun. Also 8 Sorten Wolle haben wir. Und wir nehmen jetzt mal von jeder Sorte 5 Stück raus. 5 Stück raus. 1, 2, 3, 4, 5. Hier auch. 1, 2, 3, 4, 5. Und die packen wir dann beim Schlangenzungen-Nick in die Kiste, damit er die Möglichkeit hat, jede Farbe auszuwählen, auch wenn er will, 5-mal. Ne? Man kann nämlich auch 5-mal die gleiche Farbe reinsetzen, aber ich glaube, das wird er nicht machen, weil das wäre ziemlich dämlich, glaube ich mal. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, was er macht. Mal schauen. Das sind 6, okay. Da packen wir eine wieder zurück. So, zack. Jetzt haben wir von jedem 5 genommen und die packen wir ihm jetzt hinten in die Kiste. In seine Codekiste sozusagen. Codekiste hört sich jetzt erstmal ziemlich komisch an. Na? Also er kann dann sagen, zum Beispiel, er kommt irgendwann. Irgendwann werden wir ihn einloggen. Da hinten auf der Insel werden wir einen kleinen Köder für ihn setzen. Da werden die Kisten drauf kommen mit den Diamanten, hatte ich mir überlegt. Er kann jetzt zum Beispiel sagen, ich nehme mal rot, rot, gelb, blau, zum Beispiel hier blau und noch eine andere Farbe und pink. So, pink, dann wird er hier die Platten draufsetzen, damit wir das nicht sehen können. Und dann müssen wir genau diesen Code dechiffrieren. Na? Ich packe jetzt mal die schon mal hier rein, passt mal auf. Ich zeige das nochmal für alle, damit auch alle wissen, um was es überhaupt geht. Ich versuche mal die Farben drüben so zu ordnen, wie ich sie hier habe. Auch schwarz, weiß, rot, gelb, blau, grün, pink und braun. 8 Farben hat er. Wir packen die gleich wieder zurück. So, wir wissen jetzt nicht, welche Farben richtig sind. Also wir sehen das natürlich jetzt nicht. Jetzt sehen wir es, weil ich das noch nicht verdeckt habe. Und wir würden jetzt anfangen zu raten. Sagen wir mal, wir nehmen mal zweimal rot, einmal weiß oder, ja, weiß, grün und wenn wir schon wieder hinpacken und braun. Ne? So. Und jetzt ordnen wir das hier an. Wir sagen zum Beispiel, hier ist rot und da ist rot. Da ist rot. Hier ist weiß. Hier ist grün. Grün. Und hier ist braun. Wenn ihr das jetzt so tippen wolltet zum Beispiel, dann schreibt ihr in die Kommentare, sobald das Spiel gestartet ist. Das ist heute noch nicht übrigens. Also das, ich sag dann, wenn es losgeht, sobald Schlangenzungen-Nick unsere Herausforderung angenommen hat. In den Kommentaren müsstet ihr jetzt also schreiben. Es geht immer von links nach rechts. Braun, grün, rot, weiß, rot. Na, vielleicht ein Komma dazwischen, damit man es besser auseinanderhält. Und dann dazu schreiben, meine Farben. Genau, ich schreibe meine Farben, Doppelpunkt. Und dann, wenn ihr es so tippen wolltet, zum Beispiel braun, grün, rot, weiß, rot. So, okay, das wäre jetzt unsere erste Runde, die wir gesetzt hätten. Ich muss mal gucken, wir haben noch ein wenig Holz. So, das nehmen wir jetzt mal. Da machen wir uns jetzt mal Sticks raus. Zack, 50 Stück, das reicht genau. Dann machen wir jetzt hier 50 Fackeln raus. Und wir machen nochmal, wir müssen nochmal Sticks machen, verdammt. Wir haben echt nicht genug Holz. Echt nicht genug Holz. 24, ja, da müssen wir noch ein paar nachproduzieren. Aber ist kein Problem. Das werden wir wohl noch hinkriegen. Oh, oh doch, da haben wir jetzt genug. Da machen wir nämlich jetzt auch schön hier 50 raus. 50, den Rest Fackeln stecken wir uns ein. So, denn er würde jetzt sagen, ihr seht ja die Farbkombination, wir haben einmal rot richtig getippt, zweimal rot richtig getippt. Er würde jetzt sagen, also in seinem nächsten Zug, würde er das jetzt so setzen, dass er sagt, es sind 2 richtige Farben dabei
nämlich die beiden roten, aber an der falschen Stelle. Hätten wir jetzt den roten, ich zeig das mal ganz kurz, zum Beispiel einen roten hier hingesetzt. Ja, so und so. Wir hätten den roten hier hingesetzt und den grünen hier. Na, ihr seht da hinten die Farben. Dann wäre zwei richtig, ne, nämlich die beiden roten. Und eine wäre richtig und an der richtigen Stelle. Und dafür würde er nämlich dann hier, also, ne, das würde also bedeuten, wir haben hier erraten, es sind zwei Farben, kommen in seiner Kombination, in seinem Code vor. Eine ist richtig und an der richtigen Stelle und eine ist richtig, aber an der falschen Stelle. Also rot bedeutet richtig an der richtigen Stelle, eine normale Fackel bedeutet richtig an der falschen Stelle. Ja, wunderbar. Jetzt können wir die wieder wegnehmen, packen wir wieder in die Kiste rein, damit das alles seine Ordnung hat. Und dann ist das Spiel eigentlich fertig vorbereitet. Wir müssen dann halt ausschließen über die Kombination, welche Kombination es nicht sein kann sozusagen und welche möglich ist. Ich setze da all meine Hoffnung auf euch, denn es ist gar nicht so einfach, das Ganze rauszufinden. Und wir haben nur 10 Versuche Zeit, das Ganze rauszuchiffrieren, sagt man glaube ich auch, chiffrieren. Wir geben ihnen jetzt mal die Fackeln für richtig an der richtigen Stelle und richtig an der falschen Stelle. Ich werde da noch oft genug drauf eingehen, keine Angst. Und nehme hier die Wollbratzen wieder raus und dann kann er hier sozusagen seinen Tipp reinsetzen. Dann setzt er die Holzplatten oben drauf, damit wir nicht sehen, was für eine Kombination er genommen hat. Und alles ist gut. Ja. Er kann natürlich hier hinten auch nochmal wegkloppen, wenn er nochmal nachgucken will. Aber er muss, ich glaube, am besten ist, wenn er sich das aufmerkt. Aber er hat ja ein riesiges Gehirn. Von daher, da habe ich ja überhaupt keine Bedenken. So, rosa. Jetzt hat er überall 5, das heißt, er hätte auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel 5 rosa Dinger reinzusetzen. Und wir müssen es genauso erraten. Wenn wir hier hinten angekommen sind und es nicht geschafft haben, dann sind die Diamanten, die da auf die Insel kommen, futsch. Fujikato für alle Zeit. Wir müssen sehen, wie er mit seinem Schiff da drauf fährt und abreist. Jetzt ist natürlich das Problem, er könnte ja auch theoretisch da anreisen. Haben wir noch Redstone-Truhen. Redstone haben wir noch. Aber Redstone-Truhen haben wir genau 2. 2, das sind ja keine. Und 3 hätten wir erstmal. Wir brauchen also noch 2 Redstone-Truhen. Und wir brauchen noch eine Bewachung für die Insel auf jeden Fall. Eine Bewachung. Und da würde ich eiserne Kerle nehmen, oder? Was haltet ihr davon? Eiserne Kerle, die auf unseren Schatz aufpassen. Okay, wir müssen mal kurz los nach Hunsgrab und uns ein paar Sachen holen. Eiserne Kerle werden wir nicht dahin schleppen. Die werden wir direkt da auf der Insel erschaffen. Und die können dann aufpassen, dass er die Diamanten von allen Hunsgraber Städten nicht klaut. An die Leute hier in dieser Welt, meine Aufforderung, ich werde heute die Kisten da hinsetzen. Ich werde heute die Kisten da hinsetzen. Ah, hier haben wir noch 64 weiße, da können wir genug raus machen. Hier können wir ein paar Zäune raus machen, alles wunderbar. Seile haben wir jetzt nicht mehr hier, aber wir haben hier 14. Wie viel brauchen wir noch? Wir brauchen für zwei eiserne Kerle Seile. Gut. Alles klar. Lalala. Unsere ganzen Diamanten sind hier. Das sind ordentlich viele. Hier, ne? 21 Block und 22 Diamanten. Das schreiben wir dann auf ein Schild. Und hier sind auch noch ganz viele Slimes. Naja. Okay. Ich gehe mal kurz rüber in die Kaue. Die bauen wir dann auch bald weiter. Also während wir spielen, wird dann hier auch weitergebaut. Keine Angst. Da ist nur ein bisschen Korn drin vom Zwergenkönig. Hier sind Steine noch ganz viele. Die können wir natürlich auch noch gebrauchen. Das ist sehr schön. Und 33 Zäune. Na Mensch. Haben wir doch eigentlich alles, was wir brauchen. Nicht ganz. Es wird schon fast wieder dunkel. Und wir haben kein Bett dabei. Das ist ganz toll. Das ist ganz klasse. Das kriege ich immer wieder hin, ne? In letzter Zeit sehr häufig, leider. Haben wir hier noch Seile? Ich gucke jetzt wieder alle. Ah, hier haben wir noch ein Seil. Haben wir hier schon mal. Seht da. Haben wir wieder eins gespart. Können wir hier einen Slime-Block wieder weglegen. Brauchen wir nur einen bauen. Und hier haben wir auch ein bisschen Seil. Na Mensch. Okay, schnell. Es wird dunkel. Schnell auf die Dunkelwacht. Die Dunkelwacht und die Hilfe Mojang werden jetzt weiter entstehen, während wir spielen. Also ihr müsst nicht nur das Spiel betrachten, sondern dann auch, kriegt ihr auch was zu sehen, wenn wir hier nämlich weiterbauen. Wir werden hier einen See hinbauen und allen Schickimicki. Also, keine Angst, es geht voran.
Wir brauchen jetzt aber Kürbis und so. Oh, ist der Kaffee heiß. Wahrscheinlich, weil er auf einem Stöfchen steht. Ja, ich habe das wieder so gemacht. Das ist recht praktisch, weil ich ja mal sehr viel Zeit... Ah, guck mal. Da können wir uns schon mal ein Seil bauen. Das ist doch ausgezeichnet. Und das ist das Lied von Powerplayer, oder? Ich glaube ja. 1, 2, 3, 4, 5. Das ist total falsch. Ich weiß. Da. Zwei Seile. Okay. Gut. Kriegen wir zwei Seile raus. Ich dachte echt, da wäre nur eins. Dass es ziemlich teuer ist. Aber wir haben hier keine Kürbisse, ne? Kürbanten brauchen wir auch noch. Nein. Keine Kürbanten da. Na gut, egal. Dann rennen wir kurz nach Hunsgrab rein. Wir brauchen hier eh noch was aus der... Hier ist genau der Chunk. Hier wechselt genau der Chunk. Und da hakt es immer. Immer, wenn ich hier durchlaufe, hakt es. Ah, guck mal. Das Zuckerrohr in voller Blüte. Es riecht nach Zucker. Und die Zuckerlibellen fliegen fröhlich um die Stämme. Sind das Stämme? Gräser. Zuckergras. Lecker. So, Freunde, wir brauchen ein paar Kürbisse. Ich weiß, die meisten Kürbisse haben wir beim Herlager. Deshalb müssen wir uns wahrscheinlich frisch welche abschneiden. Trolle müssen übrigens auch draußen bleiben. Das steht ja auch auf dem Schild. Ja, eiserne Kerle, ihr werdet bald zwei neue kriegen, aber die werden sehr weit außerhalb arbeiten. Von daher kriegt er da gar nichts voll mit. So, hier haben wir auch noch... Ach, guck mal, wir haben überall diese... Guck mal, was wir hier an Spinnenseide rumfliegen haben. Das ist der Wahnsinn. So, was brauchen wir jetzt? Wir brauchen Bögen für Dispenser, für die Brücke. Aber das, eins nach dem anderen, würde ich sagen. Wir brauchen also, müssen also erstmal zur Redstone-Butze. Und müssen mal schauen, dass wir dort... Was brauchen wir jetzt eigentlich? Wir brauchen ganz bestimmt irgendwas. Ah ja, wir brauchen diese Hebel, ne? Genau, wir brauchen diese Hebel für die Redstone-Truhen. Hier, da, Hebel. 1, 2. Ich hätte gesagt, wir... Nein, nehmen wir mal 3 mit. Für Redstone-Truhen. Wir haben keine Redstone-Truhen selber mehr hier. Ja, das ist okay. Da bauen wir uns noch welche. Und Dispenser. 5 Dispenser, sehr gut. Sehr gut. Mensch, wir haben alles hier. Ich räume das immer wieder leer, aber ich fülle das auch wieder auf. Keine Angst. Hier haben wir auch 8 Spender. Das ist unglaublich. Und guck mal, die beiden können sich jetzt immer schön unterhalten hier. Schönes Bild gerade, oder? Können sich immer schön unterhalten. Dann steht der eine da nicht mal so alleine. Naja, die ganze Wolle, die habe ich jetzt wieder hier reingebracht. Ne? Also unsere Wollkiste ist wieder relativ gut gefüllt. Was wir jetzt an Überschuss hatten aus Bocksprung. Ich hoffe, dem Dune ist das recht. Ich hoffe, es ist ihm recht. Okay. Wir brauchen Kürbisse. Oh ja. Oh ja. Ich weiß, wo welche sind. Bei der Waldorfschule. Hallo Leute. Na, wie geht's? Alles klar an der Waldorfschule. Oh, wir haben gar keine Stacks mehr da. Ich dachte, wir hätten hier noch welche. Nö, hier sind ein paar Kekse, weil, guck mal, ne, geht langsam zur Neige. Unsere Steak-Geschichte hier. Hallo, Freunde. Wir brauchen 2 Kürbisse. Sind da zufällig gerade 2 da? Nur einer? Nur einer. Ja, das ist ja auch so ein Anschauungsobjekt. Das will ich ja nicht wegnehmen. Und guck mal, die ist ganz gut besucht, die Waldorfschule. Hier hat jemand die Tür aufgelassen. Tja. Naja, okay. Nö, dann rennen wir zum Kürbisfeld. Wir haben ja extra eins. Das ist uralt. Hier ist immer noch Baustelle. Vorsicht, Achtung, nicht reinfallen. Und ich freue mich gerade total. Oh, guck mal, nochmal das Lied vom Anfang. die beiden wollen unten stehen bleiben. Das hatten wir schon geklärt. Und ja, ich sollte ja mal in den Briefkasten reingucken. Das hattet ihr geschrieben in den Kommentaren. Als noch Kommentare geschrieben wurden. Okay. Hier ist nämlich die Fahne oben. Dann machen wir die mal runter. Was haben wir denn hier? Oh, Wolle. Na, klasse. Und Kakaobohnen. Und ein Schutzhelm. Und ein Buch mit Feder. Haben wir das nicht schon gelesen? Ah, ab ins Büro. Lalala, ab ins Büro. Auf den Bürostuhl des Bürgermeisters. Und dann gucken wir mal, was hier steht. Verbreitung von Schlangenstein wurde soeben fertiggestellt. Sehr geehrte, sehr gerne würde ich das bisher größte Gebäude der Stadt zu bewundern und ihre Personen unter die Lupe zu nehmen. Ja, sehr gerne. Das Rathaus befindet sich neben der Schweinrennbahn. groß. Aha.
Wir müssen also nach Schlangenstein reisen. Briefverkehr. Zack. Also, ne, wird alles ordentlich abgelegt hier. Hm. Ah, Kaffee, lecker. Und warm ist er auch noch. So. Ah. Ja, der Briefverkehr, der ist der einzige Verkehr, den ich momentan habe. Das hier können wir mal in die Kisten müllen. Natürlich. Ah, hier Wolle. Da passt es doch sogar rein. Unglaublich. Und da können wir auch die Spinnenseide reinpacken. Weil die brauchen wir jetzt ja nicht mehr. Wir haben ja genug Seile dabei. Was haben wir denn hier noch überhaupt? Ein Ei und eine Blume. Ach, hier die alten Werkzeuge. Schön. Da können wir den Helm mit beipacken. Aber nee, der Helm kommt nach oben. Ja, ist momentan so ein bisschen Sortiererei. Ach, hier ist auch Wolle. Na, gucke an. Und das ist der Helm vom Powerplayer. Ja. Dann holen wir noch die Kürbisse und dann machen wir aber schnell weiter und setzen den Köder. Denn in dieser Folge will ich das unbedingt noch schaffen. Besitz, Kleiderkiste, da. Wir können uns eigentlich mal umziehen, ne? Wir rennen hier immer noch in den Kampfklamotten rum. Und da es noch keine Kleiderständer gibt, müssen wir uns mal umziehen. Passt mal auf. Das wird natürlich dann alles später mal mit Kleiderständern geregelt. Hier unsere guten Abenteuerklamotten, die packen wir jetzt mal hier rein. Ja, die zwei Steine waren auch eben sehr gut. So, wunderbar. Ja, die Helme können wir hier oben draufsetzen. Und dann nehmen wir mal, das ist ja unser, nee, wir nehmen mal hier unsere ganz noble Kleidung an. Ganz in Schwarz und mit einer roten Jacke. Ja, sieht doch sehr schick aus. So, okay. Auf zum Kürbisfeld. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Lalalala. Ja, als Bürgermeister. Es sind ganz schöne Wege immer. Das ist richtig. Da unten ist übrigens auch der Jupp. Hallo Jupp. Was macht ihr? Bau der Kathedrale. Er stockt, sagt er. Ja, der stockt momentan ein bisschen. Wir können aber nicht an 20 Fronten gleichzeitig kämpfen. Das ist nun mal so. Mal sehen, vielleicht gibt es hier unten ja auch Kürbisse. Oh, was ist das denn? Ein Ei? Was zum Teufel soll ich denn mit diesem Ei? Hm. Und die dicke Frau singt ihr ewiges Lied. Ah, ein Kürbis aber als Laterne verkleidet. Es ist ja auch bald wieder Halloween. Ich hoffe, da widerfährt uns nicht wieder was Schlimmes. Es war ja irgendwie jedes Jahr so, dass uns zu Halloween was Schlimmes widerfahren ist. Alle Türen offen lassen, das ist wichtig. Ah, guck mal. Ganz viele Kürbanten. Die können wir mal abernten mit einer Axt. So. Zack, zack, zack. Alle Kürbisse abgekloppt. Und da schon wieder ein Ei. Aha. Was zum Teufel soll ich hier mit immer ewig mit den ganzen Eiern? Ich weiß es nicht. Diese Hühner. Immer diese Hühner. 14 Stück. Alter Verwalter. Die können wir uns jetzt aber hier mal auf Lager legen. Für das große Halloween-Fest. Wenn wir alles hier mit Kürbissen schmücken. Haha. So, aber wir brauchen mindestens zwei. Ja, zwei. Zwei eiserne Kerle sollten wir hinkriegen als Bewachung für die Schätze der einzelnen Leute. Wir gehen jetzt hier hinten raus. Das war ja die Idee von dem, na, ihr wisst schon, das hier vom You, ne? Also natürlich weiß, dass es You ist. Vom You, dass wir da nicht mehr in Schwierigkeiten kommen. Hier sind Truhen, aber keine Redstone-Truhen. Das brauchen wir nicht. Oh, guck mal, schönes Akazienholz, auch fein. Nee, Redstone-Truhen haben wir ja gar nicht, aber hier sind noch ein paar Redstone, die können wir auch mal mitnehmen. Hier sind noch zwei Hebel. Nö, alles gut. Wir könnten jetzt schnell mal hier, wo wir hier zum viel Baumaterialien haben, Redstone-Truhen bauen. Keine schlechte Idee. Schlechte Ideen gibt es genug, aber das ist keine schlechte. Wir brauchen also 1, 2, 3 Redstone-Truhen. Und wir haben hier 3 Hebel. Da müssen wir 3 normale Truhen bauen. War das so? Sag doch mal. 3 normale Truhen und da dann so ein Redstone dringend dran? Ja, genau. 1, 2, 3. Okay. Jetzt haben wir nochmal 3 Redstone-Truhen. Und es wird schon wieder dunkel. Wir müssen uns eilen. Die Folge wird ein bisschen länger. Das heißt, nee, kommt. Schaffen wir nicht mehr ganz. Das machen wir dann morgen in der Folge. Es ist immer so, ne? Man nimmt sich das vor, man will das schnell, so schnell wie möglich machen. Vielleicht packen wir es ja noch. Ich versuch's. Ich gebe mein Bestes. Ja, ja, ist doch gut. Monsterberg schon wieder voll mit Monstronauten, Zombienauten und anderen Auten.
Und dann können wir vielleicht morgen hier irgendwo weiterbauen, zum Beispiel an der Kaue oder so. Oh Gott, das ist anstrengend, diese Lauferei. Bett nehmen wir mal mit. Zack. Können wir mal gebrauchen. Hier werden die, übrigens, wenn dann die Wachen, die wir aufstellen, wenn die dann später mal nicht mehr gebraucht werden, da auf der Insel, dann können wir die ja hier am Tor einsetzen, ne? Bei der Nachtwache, bei der Dunkelwacht. Und die Dunkelwächter können dann ja auch durch die Straßen gehen, abends, so ist der Plan natürlich. Und die rufen das dann natürlich aus, dass es Nacht wird. Ungefähr, was ich, hört ihr Leute und lasst euch sagen, die Uhr hat gerade 8 geschlagen. Darum geht ins Bett und gute Nacht, es hütet euch die Dunkelwacht. Sowas in der Art, ne? Könnte es sein, das, was sie rufen, die Nachtwächter. Ja, oder sie singen halt so ein schönes Lied wie die Frau gerade. Nein. Nein, sowas werden sie rufen und dann wissen alle, okay, es ist 8. Es ist Nacht. 8, um 8 wird's Nacht. Und wir gehen schlafen. Ach schön, guck mal. Zeche Mojang. Hilfe Mojang. Boah, ist der Kaffee warm. Alter Verwalter. Boah. Der haut an ja. Und er wird immer stärker, weil das die Wasser verdunstet. Das Wasser verdunstet und wir müssen übersetzen. Aber ehe wir übersetzen, möchte ich mal gucken, wie viele Blöcke wir hier rauskriegen. 5, 4. Das reicht doch gar nicht. Das reicht doch gar nicht. Wir brauchen hier schon 4. Wir brauchen hier 1, 2. Wir müssen das so 1, 2, ne? Wir brauchen 3, 4 pro Golem. Oh Gott. Schnell nochmal zu Mojang. Also zur Zeche. Mojang, Hilfe Mojang. Hups, au, das könnte... Ah ja, ist noch gut gegangen. Ich eile mich. Wir machen schnell noch die Golems und setzen die Kisten hin, damit dann morgen noch alles vorbereitet ist. Und damit wir sehen, ob der Schlangenzungen-Nick das annimmt, unser Angebot, was er eigentlich annehmen muss. Ne? Okay, die Folgen sind immer lang in letzter Zeit. Das wollte ich eigentlich gar nicht. Quatsch. Schnell hier rein, da haben wir unsere gute Truhe. Klar, es ist immer teuer, so ein Eisengolem zu bauen, aber naja, es ist ja für, ne? 1, 2, 3, 4, 8. Gut, da sollten wir 2 Eisengolems rauskriegen. Die Diamanten nehmen wir schon mal mit. Können wir gerade gar nicht. Gut, dann packen wir den Redstone hier oben rein. Den brauchen wir jetzt gerade nicht. Haben wir noch irgendwas, was wir verwerfen können? In irgendeine Kiste? Haha. Oh, Hunger haben wir auch. Hunger haben wir auch. Schnell was essen. Ham, 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 ham. Sagt der Shadow Skulls immer, wenn er was isst. Das Ei. Das verdammte Ei. Wir haben es echt bis hierher mitgeschleppt. Und was zum Teufel soll ich denn mit diesem Ei unter die Decke ballern? Vielleicht ist da oben jetzt ein Huhn entstanden. Man weiß es nicht so genau. Okay. Unsere Diamanten aus der sicheren Truhe rausgenommen. Und wisst ihr was, ich gebe euch ein bisschen Zeit. Wir machen das genau morgen mit dem Absetzen der Diamanten. Also das Spiel startet noch nicht, keine Angst. Morgen geht's weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also bis morgen.